Ah, das ist So, jetzt ich ein habe ihn dir geschickt. Zusammenschnitt von dir tatsächlich. Ja, Alles ich klar. werd noch einen anständigen machen. Ich habe den wirklich nur jetzt innerhalb 15 Minuten vorhin gemacht. Das ist Aber Autos Vorsatz fürs neue Jahr. Outlaws, Mehr Videospiele. Highlights des Jahres werden noch kommen. Ja, vielleicht Sehr in ein, zwei schön. Wochen. Da In ein, bin zwei ich auch Wochen. schon gespannt, was hier jetzt kommt. Das hier sind nur ein paar Erinnerungen, sage ich mal. Eine schöne. Du kommst auch vor, Panda. Keine Sorge. Oh nein. Ich habe Keine Angst. Sorge. Warte mal, ich schieb gerade mal die Cam unter Watch Together. Ja, so geht das, oder? Ja, das geht so. Mal lassen wir es mal kurz so, man sieht ihn. Sehr gut. Dann schauen wir uns das an. Realtalkistus. Eine Frage habe ich dann doch noch. Heißt ihr Real Gerne. Talk ist das oder Real Talk ist das? Rate. Was glaubst du? Naja, wenn ihr Istus, das passt ja mit dem Buchstaben nicht ganz, dann hätte bei dem Sass das eine S fehlen müssen. Aber Ja, gute Herangehensweise. ja, Moment, aber wir haben ja auch folgendes Emote. Oder halt auch Realtalk Istus als Emote. Jetzt haben wir dich noch mehr verwirrt. Nein, wir heißen Real Talk ist Sass. Aber der gute Kaspar, als er mal auf uns reagiert hat, hat halt ein Realtalkistus daraus gemacht. Er hat auch mich Utlaf Istus. genannt. Das mit dem Namen, das ist so ein Kaspar-Ding. Aber eigentlich heißen wir Realtalk ist Sass. Ja. Ja, Erwin nennt uns auch so, aber weil er den Meme kennt. Ja, da gibt es ein ganzes Video, wie wir zusammengeschnitten haben, wie Kaspar und Erwin auf uns reagiert haben. Das ist ja auch immer in unserem Opening drin. Ja, aber Kaspar hat es Ja. authentisch eingeführt und alle anderen haben Genau, sich drüber lustig gemacht. war sehr witzig und dann ist es geblieben. Genau. Ja, die deutsche Aussprache ist ja auch schöner. Absolut. Kaspar bleibt sich treu. Er ist ein strammer deutscher Bursche. Hallo YouTube und schön, dass ihr wieder Ach, da Leute. seid. Oh, okay, ich muss das Mein nochmal neu Gott. machen. So ein Lampenfieber Okay. immer. Das war schon legendär. Das war im Sommer oder Ja, so. Stress Oder hier. Frühling? 3, Ja, hallo 2, 1. YouTube. Sehr fein Leute, war das. vor dem Stream geht das nämlich immer genauso. Da ist die auch Gar nicht immer sehr wahr. aufgeregt. Ja, wenn wir Nein, sagen, nein. Panda ist heute da mit der Begrüßung, dann ist Ich immer bin Drama. chill. Hallo YouTube. Wir sind wieder da und haben heute für euch ein Video von Ferros. Und ich werde hier ausgelacht. Das ist nicht fair. Zu Recht. Okay, dann mache ich das nochmal neu. Nein, So. das war doch jetzt authentisch, das war in Nein, Ordnung. ich mach jetzt Die nochmal letzte neu so. Chance. Letzte Chance. Hallo YouTube. Wir schauen uns heute ein Video von Ferros an. Die Opfer-Täter-Hierarchie der Boko Haram. Wir werden mal sehen, was der gute Ferros da zu diesem Thema zu sagen hat. Es ist ganz neu. Unser Ihr altes werdet es Logo. wahrscheinlich Das ist vor erst. allem Das sehr alte, gute authentisch, Logo. sehr schön. Wenn es auf YouTube kommt, ist es Wunderschön. wahrscheinlich so ungefähr 3 Monate alt. Entschuldigung, ich möchte euch nur kurz. Aber seitdem haben wir irgendwie aufgehört, oder? Panda hat schon lange keine Videos mehr anmoderiert, weil er landet auch nichts mehr hoch. Ja, genau. Was, wir Müssen wir mal laden wieder. mittlerweile 2 VODs pro Woche hoch, ja? Ich bin ganz fleißig. Ja, VODs ist ja was anderes als so einzelne Abteile, die dann Panda Dann anmoderiert. Das muss müssen wir mal Panda. wieder machen. Ja, ich werde Sie darauf hinweisen, dass sie einfach jetzt jedes Video, das wir gucken werden, anmoderieren wird. Oh, So. auf keinen Fall. Das ist was Gutes. Was zeigen, was gemacht wurde. Während wir uns das hier anschauen, Entschuldigung, ein kleines Intermezzo, damit ihr was zum Lachen habt, schaut euch mal das an. Weil ich weiß nicht. Eurocreme. Eurocreme. Einfach Zdrowa legendär. i ekonomiczna hrana. Eurocreme. 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 Za generację kwerachte. Eurocreme. Eurocreme. Je prirodna hrana sastavljena od šećera, lešnika, kakaoa Eurocreme. i obranog mlijeka. Eurocreme. Generacija koja raste voli Eurocreme. 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 Das war schon gut, das Eurocreme-Gate. Es war Das so war eine schon. schöne Zeit einfach, weil dann auf Das war die einmal beste Zeit. trotz allem Hass haben dann trotzdem alle irgendwie zusammengehalten. Es gab ja auch den Song, den die gemacht haben und so weiter. Also
Ja, schade, ja, dass die sich da wieder so gut auseinandergedingst haben wegen der Wagenknecht-Thematik. Jetzt finde ich ein bisschen schade. Es musste irgendwann vorbeigehen, aber. Es kommt ja wieder, ich kümmere mich schon drum. Ich werde da wieder vermitteln. Ich denke, es wird wieder eine positivere Zeit kommen. Wir aber müssen mehr Bilder schön photoshoppen, wo Erwin und Schlomo oder Kasper dann knutschen, zusammensitzen oder sowas. Ja. Und die werden dann verteilt von wegen echte Bilder jetzt hier geleakt. Und hier und dann mit wird das schon. Dem Knopf, oh, den habe ich nicht hier drin. Den müssen wir mal hier in Discord reinhauen. Warte, du meinst sicherlich den hier. Geh und lutsch dem Kasper seine scheiß Eier. Genau das. Meinst du wirklich den? Das war eigentlich Spaß. Aber gut. Ja, das war so gemeint. Also das unterlegt mit irgendwelchen schönen. Ja, aber die Bilder sollte man vielleicht nicht teilen. Das ist, weiß nee, ich nicht. Nee, die sollte man nicht teilen, aber. Wird mal gesperrt. Ein bisschen Liebe verteilen. Sorry, ich musste das so kurz Vorspiel wurde mir heute zugeschickt mit den 10-Stunden-Remix. Schon. Viel zu lustig ist das. Ja. Frage der privaten Einkommen und des privaten Vermögens. Also Pornos sind ja Prostitution. Also du bezahlst ja eine Frau, damit die da gesext wird. Oh Gott, der Talk mit Vitality, der war ja auch was Besonderes, muss der ich war, sagen. Der war heftig. Auch schon lange her. Der war auch relativ am Anfang. Ja. Was jetzt ist auch kommt, irgendwann einfach verschwunden. Ne? Was jetzt kommt, ist übrigens für den Agitator recht interessant. Das ist jetzt von dem Alerta-Stream, was sie da mit uns gemacht haben. Kurz zusammengefasst. Wieso ist denn da immer noch Pause? Ja. Alarm! Alarm! Da haben sie uns dann, also hier kurze Erläuterung für dich, da haben die uns jetzt irgendwie hier dieser Jane Hayos, das war auch einer von denen, der hat uns dann den Link gegeben zu diesem Dokument. Die hatten damals extra so ein Dokument von J.K. Rowling, wo sie ja irgendwie recherchiert haben und aufgeschlüsselt haben, wie böse, transfeindlich sie ist, was für Zitate es von ihr gibt und so weiter und so fort. Und dann kamen sie halt in unseren Chat rein, weil wir halt gesagt haben, sie ist nicht transfeindlich. Wir haben dafür argumentiert. Haben gesagt, ja, dann guck doch mal auf das Dokument und lasst uns darüber debattieren. Und das war unser dritter Stream. Wir waren naiv, gutgläubig, dachten, ja gut, wir nehmen uns euch jetzt mit unseren Argumenten auseinander. Wir schauen uns das jetzt hier gemeinsam live mit euch an. Ja, das war unser Mindset. Und vielleicht hier nochmal ergänzend hinzugefügt, das ist das Dokument, was auf Twitter rumging, das Dokument, was auch eine Shoyoka zum Beispiel geteilt hat. Das Dekadent war, auch, ja. Genau das. War das bekannteste Dokument zu J.K. Rowling im deutschen Twitter-Bereich. Ja, die haben da so einige, die sammeln immer und dann erstellen die über jeden Dokument. Es gibt auch ein Dokument über Skurrus, über Kuchen-TV, über Proletopia. Also es gibt über jeden, den die gerade anfallen, ein Dokument. Und ich hab das zu J.K. Rowling auch mal überflogen. Ich meine, hätte ja sein können, dass an den Vorwürfen irgendwas dran ist. Und der Großteil des Dokuments war irgendein wie Kontaktschuld. Das habe ich dann einfach überflogen, weil mir das relativ egal war. Ja, an der Stelle nochmal betonen, seid vorsichtig mit diesen Dokumenten, die darum gehen. Sind ja alles diese Google Docs, die können das jederzeit ändern. Genau, und das war uns halt, damit haben wir halt nicht gerechnet. Jetzt pass auf. Wir können es ja mal kurz uns anschauen, warum denn nicht? So, hier seht ihr's. Geht es um Transfeindlichkeit von J.K. Rowling. Hier findet ihr Quellen zu ihren Transfeindlichkeit. Das Problem ist, hier ist halt so viel, das kann man nicht alles jetzt so auf die Schnelle da durchgehen, oder? Das ist ja alles eh nur Bullshit. Ich habe über die Aussage von Stargefell, das ist alles eh nur Bullshit. Das wird ja auch richtig getriggert haben damals. Ja, es stimmt ja halt auch. Das ist ja alles Bullshit. Ich habe das ja vorher sowieso, ich kannte das ja schon. Ich habe mir das ja im Vorhinein schon mal angeschaut, als Shoyoka das geteilt hat. Da steht halt nichts Relevantes drin. Da steht gar nichts drin. Null. Ja, überzeugt mich. So, warte mal, unser altes Layout. Länger da. Ich werde jetzt auch gleich aber kurz pinkeln gehen, aber ich ändere mal den. Ich bin jetzt auch hier. Wieder da?
Also du musst dir vorstellen, das Bild hier war halt on-stream live zu sehen, ohne den schwarzen Balken hier, ja? Also da kannst du dir auch das unzensierteste überhaupt vorstellen, was da... Das war der Antideutsche da, den ihr da gerade eingeblendet genau, habt, also Alerta. Genau, höchstpersönlich. Ach Gott. Du hättest mir diesen Link nicht geben sollen, Digga. Du hättest mir diesen Link nicht geben sollen. Wir wurden auch instant, also was heißt instant, irgendwie 20 Minuten später oder so. Er hat das gemacht, damit ihr gesperrt werdet. Ja, richtig. Ja, genau. Richtig. Genau. Ich dachte, er hätte sich einfach nur einen Scherz erlaubt. Nee, die haben das natürlich dann direkt gemeldet und 20 Minuten später, während wir live waren, wurden wir dann gesperrt. Genau, ja, während wir live waren, haben doch Leute geschrieben, so, boah, man findet euch ja gar nicht mehr und wir waren wie auf so einem untergehenden Schiff, wir machen bis zum Ende durch und dann war irgendwann der Strom weg. Tja. Fun Fact dazu, ich habe natürlich direkt paar Minuten später Einspruch eingelegt bei Twitch, habe da auch argumentiert, dass wir da reingelegt worden sind, dass es uns leid tut, dass wir naiv waren, bla bla bla, Tränendrüse ein bisschen. Gab natürlich 2 Monate später, also wir haben unseren Bann dann logischerweise die 7 Tage schon längst abgesessen. 2 Monate später kommt dann eine E-Mail, ja okay, weil ihr es einseht, senken wir eure Sperre von 7 auf 3 Tage. Hat uns sehr geholfen, aber ja, Fun Fact. Ja, normalerweise wird Twitch nur aktiv, wenn du damit Anwälten gegen vorgehst, dass sie die dauerhaft streichen. Also Twitch sieht von selber keine Fehler ein. Ja, das kriegt man ja mit bei so Leuten wie Screws und KuchenTV hat man das ja schon öfters gesehen, dass das dann wirklich leider immer vor allem mit hohen Kosten dann auch verbunden ist, ne? Weil du musst ja dann richtig gute Anwälte holen und alles. Ist schon eklig, dass sie sich da nicht einfach an das deutsche Recht halten. Und hier ging es dann um unser Comeback. Das kann man sogar skippen. Du kennst Real Talk ist das? Real Talk ist das. Schau, da hat er es gerade richtig ausgesprochen. Also er kann es mittlerweile. US, alles ein Wort? Ja. Hast du das Video gesehen mit der Eurocreme? Eurocreme. Eurocreme. Das habe ich gesehen. Großartig. Ey, alter Schwede, es ist so krass gut. Viel Spaß. Großartiger Werbespot. Eurocreme. Eurocreme. Prirodna, zdrava i ekonomična hrana. Eurocreme. 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 Za generaciju koja raste. Eurocreme. Eurocreme. Je prirodna hrana sastavljena od šećera, lešnika, kakaoa. Eurocreme. I obranog mlijeka. Eurocreme. Generacija koja raste voli Eurocreme. Eurocreme. Herrlich, wie haben sich kaputt gelacht hast. Alter. Alter. Da war ich auch. Oh, das war auch gut. Alles mit einer melodischen Untermusik, damit es dramatischer klingt und nicht wie die komische Conspiracy Theory, die ich von mir gebe, weil ich Wörter nicht verstehe, die ich nutze. Aber mit dieser melodischen Musik klingt es so, als hätte ich irgendwas entdeckt, was noch niemand vor mir versteht. Was ist das für ein komischer Aperillo? Meinst du jetzt die Melodie? Oder? Nee, das, was sie sich da gerade auf den Kopf gesetzt hat. Ach, kein Plan, kein Plan. Aber kennst du den Ausschnitt? Kennst du den Ausschnitt? Das ist, da macht die sich über den Äqualisten. Die kennst du ja sicherlich, die Maxaline, die war hier auch häufiger zu Gast. Da macht sie sich gerade über sie lustig auf TikTok. Da, das ist quasi Mobbing nach unten, was da gerade Shoyuka betreibt. Und das war so die Reaktion von Maxaline. Das ist kein Mobbing, das ist Aufklärung. Also ich glaube, du verwechselst. Ja, bei Shoyuka, ja stimmt, bei Shoyuka ist es Aufklärung, sorry. Verstanden hat, sieh mich an mit meiner ernsten Musik. Tut mir leid. Ich habe vielleicht als Erklärung, was wir im Hintergrund sehen, wie sie da mitsingt, da hat sie sich über das Video von Marc Sony lustig gemacht und hat gesagt, hat sich über dieses Lied halt aufgeregt. Und das Video, was wir im Vordergrund sehen, ist das, was sie selbst auf Insta gepostet hat, mit exakt derselben Musik. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken.
Stimmt. Wenn es so ist, ja. Also laut Maxaline war es so, ja. Ich kann die überhaupt nicht ernst nehmen. Die labert nur Scheiße. Genau. Ja, das habe ich vorhin nur kurz zusammengecuttet. Da kommt bald noch eine ausführlichere Version, denke ich. Vor allem, was man beim Äqualisten, glaube ich, dazu sagen sollte, ist, dass die mittlerweile sogar das Land verlassen will, weil die Walken das so komplett übertrieben haben. Also das ist ja diese ganze Cancel-Bande. Wavelings der Mitte, Shoyoka und die anderen, die da wirklich alte TikTok-Ausschnitte ausgraben und versuchen, sie in die Nähe von Holocaust-Leugnung und anderen Sachen zu bringen. Das